Da ist sie. Florian und Lorena. Euer besonderer Tag und darum gehört die Predigt zuerst euch. Aber alle anderen lassen wir mit hören, okay? Dass sie vielleicht auch das eine oder andere mitnehmen können. Ich bin oft in Israel und dort auch im See Genezareth, da wo der Jesus ja zwei Drittel seines Lebens verbracht hat. Und als Jesus damals auf der Erde war, da sagte er manchmal zu den Menschen, hört ein Gleichnis. Und dann sprach er über Reben, Weinstock, solche Dinge, über Ernte, über Bäume, über Ölpressen. Da hat immer die Dinge genommen, die aktuell waren, wo die Menschen genau wussten, von was er redete und um was es ging. Und ich habe mir überlegt, wenn der Jesus heute kommen würde, was würde er reden als Gleichnisse? Wahrscheinlich nicht das, weil da drin lebt er wahrscheinlich nicht. Aber ich habe mir gedacht, vielleicht würde er sowas reden. Oder über sowas. Jetzt kommt's. Über sowas. Oder über sowas. Oder über sowas da hinten. Eine Oma hat mir vor kurzem erzählt, sie hatte ihre Enkelin zu Besuch. Und dann war die Enkelin etwas, war ja langweilig und die Oma sagt, was möchtest du denn spielen? Ja, sagt die kleine Oma, zu Hause haben wir ein Tablett. Und ich möchte gerne Tablett spielen. Und die Oma, die geht dann in die Küche und holt ein Tablett. Und sagt, du, aber ich weiß nicht so genau, wie man ein Tablett spielt. Wie spielst du ein Tablett? Die Kleine sagt, nein, Oma, das ist kein Tablett. Jetzt war die Oma komplett durcheinander. Weil sie konnte natürlich mit dem allem auch gut umgehen. Sie hat noch nie Tablett gesehen. Aber ihr kennt natürlich solche Dinge Tablets. Also dachte ich mir, wir machen uns Gedanken heute über den Computer. Und zwar über einen ganz besonderen Computer, nämlich über unseren Lebenscomputer. Versuchen wir mal nachzudenken über den Lebenscomputer. Schauen wir mal, was der uns sagen kann. Manchmal, wenn man so was liest über Bedienungsanleitungen, da steht doch direkt dran, wenn was nicht funktioniert, haben Sie den Stecker eingesteckt. Also zuerst brauchen wir einen Stecker. Ja, das ist ja zuerst brauchen wir einen Stecker, das heißt, wir brauchen eine Beziehung zu einer Stromquelle. Wir brauchen eine Beziehung, die uns Kraft gibt. Eine Beziehung, die uns hilft, damit dieser Computer funktionieren kann. Damit dieser Lebenscomputer wirklich das tut, was er tun soll. Und es gibt manchmal Menschen, die gehen überall hin und die drücken überall drauf und doch funktioniert es nicht wirklich. Und dabei hat uns die Bibel was ganz, ganz Wunderbares, nämlich, dass sie sagt in Johannes 3,16, denn Gott hat die Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Also, Gott selber hat uns eine Beziehung geschenkt, die uns die Kraft geben will, zu leben. Und Jesus kam in diese Welt, damit diese Beziehung möglich wird. Und es gibt viele Menschen, die drücken überall drauf, ihren Computer, und es funktioniert nicht. Und dabei gibt es auch so tolles Angebot. Natürlich heißt es nicht, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dass es keine Probleme gibt. Manchmal denke ich mir doch einfach, so wollte da mit jemand. So tschüss. Und dann wäre doch alles toll. Aber das gibt es nicht. Als ich zum letzten Mal gelandet bin im Flieger in Tel Aviv, da waren zwei ältere Damen gerade im Flieger. Und da erzählt die eine, es war oft schon in Israel, die andere zum ersten Mal. Und dann sagt sie, das ist ein sehr, sehr großer Flughafen. Und da muss man lange laufen. Aber macht nichts, du musst nicht laufen, denn da gibt es solche Rollmöpse. Und ich mag diese Rollmöpse, sagt sie. Es sind natürlich keine Rollmöpse, es sind nur Bänder. Das ist doch schön, wenn wir so wie mit unseren Lasten und Koffern aber stehen könnten und werden wir transportiert. Gott hat uns nicht so ein Leben versprochen.
Aber er hat uns versprochen, dass er alle Tage bei uns sein wird, bis ans Ende unseres Lebens. Also ein ganz, ganz tolles Versprechen. Ich muss immer wieder mal darüber schämen, dass ich sehe, was da kommt. Entschuldigung, weil der irgendwie nicht. Ja, unser Computer. Was braucht er am Anfang? Am Anfang müssen wir ihn hochfahren. Sonst wird alles nichts. Einstellung Nummer 1 und dann müssen wir auf den Knopf drücken und müssen hochfahren. Und ich denke, es ist ganz gut, wenn wir auch unseren geistigen Computer morgens hochfahren. Vielleicht mit dem Wort Gottes, mit dem Bibelleseplan, gibt es ja ganz tolle heutzutage. Und da können wir einfach unseren Glauben mal so ganz bewusst nehmen und auf Gott ausrichten an diesem Tag. Einfach zu sagen, Herr, ich möchte mit dir diesen Tag leben. Und das kann natürlich dann ganz, ganz spannend sein, wenn wir mit Gott unterwegs sind und dann so diesen Tag oder in der Schule oder im Studium später oder im Leben, wo wir unterwegs sind, einfach mit Gott dieses Leben zu leben und ihm das zu geben, was er für uns hat. Und dann gibt es Hacker. Kennen wir, ne? Hacker. Da gibt es welche, die möchten unseren Glauben hacken. Jesus sagt in Johannes 10, er ist der gute Hirte. Er meint es gut mit uns, aber da gibt es einen Hacker. Da gibt es einer, der alles dran setzt, unseren Glauben durcheinander zu bringen und Probleme zu machen. Und das sagt Jesus von dem, in Johannes 10, 10, der Dieb aber kommt, um die Schafe zu stehlen, zu schlachten und um Verderben zu bringen. Ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen, Leben in der ganzen Fülle. Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Und er sorgt für seine Schafe. Wisst ihr den Unterschied zwischen Schafe, Hund und Katze? Ganz einfach. Nimm einen Hund und setz ihn irgendwo weit aus. Und dann geht es eine Zeit lang und dann macht er, ist er wieder da. Nimm eine Katze und setz sie weit aus. Der kleine Füße geht etwas länger. Aber die ist irgendwann auch wieder da, macht miau und steht vor der Tür. Nimm ein Schaf und stell es irgendwo hin. Ein Schaf hat keinerlei Orientierungssinn. Aber ein ganz, ganz gutes Gehör. Ein Schaf braucht die Stimme seines Hirten und dann weiß es, was ihn soll. Also sagt Jesus, er ist der gute Hirte und wenn wir auf ihn hören, dann bringt er uns durch die Situationen durch. Und dieser Hacker, der macht natürlich was. Der versucht uns so einiges zu liefern. Das nennen wir Virus. Kennt ihr Virus von den Computern? Eklige Viren. Die mögen wir gar nicht. Da gibt es zum Beispiel so ein Virus von Zweifel. Stimmt das alles, was die Bibel sagt? Kann ich Gott wirklich glauben? Sind das nicht alte Geschichten? Ist nicht irgendwas, was irgendjemand mal erzählt hat? Ist nicht verändert worden im Laufe der Zeit? Zweifel sind ganz normal. Dass wir immer wieder mal auch zum Zweifeln kommen und dass wir wissen, das wird passieren. Und dann gibt es noch was. Es gibt Verführungen. Dinge, die möchten uns einfach irgendwo hinbringen, damit wir was tun, was vielleicht gar nicht gut ist, was wir gar nicht tun möchten unter Umständen. Aber auch das passiert mit unserem Computer. Gibt es Menschenfurcht? Kennt ihr das auch? Er soll euch eigentlich was von Jesus sagen, aber was denkt jetzt der andere? Wie komme ich an in der Schule, wenn ich plötzlich was von Jesus erzähle? Und sagen die, was für eine komische Spinne. Was für ein Ding. Aber wisst ihr, wenn wir uns vorstellen, ich war vor kurzem Gemeindefreizeit und da gab es einen tollen, ich sehr mag, das ist auch ein Mann toll. Und die mag ich heute wieder, meine Frau hat auch einige gebacken für heute. Die mag ich wirklich wieder, aber wisst ihr, warum nicht? Es gab eine Zeit, da hat es irgendjemand entdeckt in unseren Hauskreisen. Und wo ich hinkam, gab es Bananentorte. Und ich war sogar viele Kilometer mal weg von uns zu Hause und da hat jemand Kaffee gemacht. Und was gibt's? Bananentorte. Da wollte ich sie nicht mehr. Aber was sagt uns das? Nehmen wir was anderes. Stell dir vor,
ihr könnt euch jetzt vielleicht ein neues Handy leisten. Was tut ihr damit? Ihr versteckt es. Darf niemand sehen. Normalerweise nicht. Sondern was uns begeistert, davon erzählen wir, davon gehen wir weiter. Und deshalb, wenn wir begeistert sind von Jesus, dann gehen wir weiter. Und glaubt, ihr habt eine viel bessere Botschaft als bei Bananentoppen-Handys. Sondern ihr habt eine Botschaft vom lebendigen Gott, lasst euch nicht durcheinander bringen. Sondern sagt es weiter. Dann gibt es Ängste. Kennen wir auch. Ängste, wo Schwierigkeiten sind. Wie bewältige ich das? Wie komme ich dahin? Wie schaffe ich die ganze Geschichte in der Schule oder im Beruf oder wo auch immer, auch wir Erwachsenen kennen das. Ängste, die kommen, können auch solche Virusse sein. Da gibt es eine ganze Menge anderer. Die können wir selber bezeichnen, wie die heißen. Können wir überlegen, was alles so in unser Leben kommen kann oder kommt. Und es damit eigentlich dahin geht, euch Schwierigkeiten zu machen, euren Computer zu infizieren, euren Lebenscomputer. Und jetzt brauchen wir ein Abwehrprogramm. Ein Abwehrprogramm, was unseren Lebenscomputer schützt. Und auch da ein schöner Bibelvers dazu, den sagt Paulus in Epheser 6. Zusätzlich zu all dem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr jeden Brandfall unschädlich machen könnt, den der Böse gegen euch abschießt. Ein Schild des Glaubens. Das heißt zu wissen, dass ich immer wieder mich entscheiden kann, zu Jesus zu gehen und sagen, Herr, hilf mir, wenn mein Glaube ins Kleine wird. Wenn ich nicht mehr weiß, wo ich jetzt gerade bin oder wie es gerade geht, und zu sagen, Herr, hilf mir. Und dann gibt es sowas. Kennt ihr sowas? Sieht man nicht immer direkt. Steht im Computer drin, aber das Ding hat Festplatte. Und da ist ja so, dass alles Mögliche in unsere Festplatte rein will. Und manchmal geht es mir so, ich suche eigentlich nur irgendwas in der Suchmaschine und plötzlich macht es klick, 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 klick und alle möglichen Fenster gehen auf, die ich überhaupt nicht will. Aber die sind plötzlich da. Und die versuchen irgendwie, dass ich sie installiere auf die Festplatte. Dass ich sie in irgendeiner Form verwende. Man hört sich toll an, tolles Angebot. Dass es plötzlich so schön aussieht. Aber manchmal ist es auch tatsächlich so, dass es Dinge selber installiert, will ich gar nicht. Und deshalb, unsere Festplatte, das heißt, das Zentrum unseres Lebens, wie man sagt, unser Herz, müssen wir immer wieder auch beobachten, was will da alles in unser Leben rein? Was will uns da alles beeinflussen? Und solche Dinge sind ja die Dinge, die dann plötzlich irgendwas auslösen, was mein Computer dann macht, was ich gar nicht will. Und trotzdem macht es. Weil irgendwas auf der Fischplatte steht. Und was ich dann, wenn der Wurm drin steckt, dann habe ich ein Problem. Aber der muss nicht da drin stecken. Sondern dafür hat Gott ganz, ganz wunderbares Programm. Nämlich, da heißt es in 1. Johannes 1,9, doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünde und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Also, wenn wir die Dinge ehrlich zu Gott bringen, dann gibt es das Blut Jesu und seine Vergebung nimmt diese Würmer weg. Damit unsere Festplatte wieder in Ordnung weiterarbeiten kann. Wie schön, dass Gott weiß, dass wir nicht vollkommen sind, dass wir nicht alles richtig machen, dass uns Dinge schieflaufen. Aber wir dürfen jederzeit kommen und sagen, Herr Jesus, du siehst, diese Geschichte war schief. Da habe ich falsche Dinge gemacht. Bitte vergib mir es. Und dann ist es wirklich weg. Die Bibel sagt, Gott wirft unsere Schuld ins Meer, weil es am tiefsten ist. Da gibt es keine Angst mehr. Das ist alles wirklich weg. Denn Gott ist derjenige, der das verspricht, und was verspricht, das hält er auch. Und dann brauchen wir so jemanden, einen Administrator. Einer, der sich wirklich auskennt. Und der sollte auch alle Passwörter kriegen und eine zugeben. Wir beten mal ein ganz wunderschönes Gebet, ich gebe das auch. Das heißt, komm Herr Jesus, sei unser Gast. Aber was ist der Unterschied zwischen Gast und Eigentümer? Ich war mal irgendwo und da sagt mir jemand, fühle dich wie zu Hause, aber lass die Füße vom Tisch und die Schultern zu. Warum? Ich war doch Gast.
Aber wenn ich mich wie zu Hause fühlen soll, ich mag das. Zu Hause darf ich das. Wenn ich will. Kann alle Schubladen machen. Kann meine Füße auf den Tisch legen, wenn ich will. Ich darf das. Weil ich nicht Gast, sondern Eigentum bin. Und wisst ihr, das habt ihr bestimmt gerne in einem Unterricht. Jesus möchte nicht Gast sein in unserem Leben. Sonntagsgott. Vielleicht noch Gott im Hauskreis. Jesus möchte ein Chef sein in unserem Leben, Administrator, dem wir alle Zugänge geben, dem wir alle Passwörter geben. Weil wenn er das alles hat, dann kann er damit umgehen. Dann kann er uns helfen, die Dinge zu klären und durchzubringen, wenn wir merken, ich möchte mein Leben ihm übergeben. Weil Leidenschaft ist gar nicht alleine. Und glaubt mir, ich habe ja eure Zeugnisse gehört, ich weiß von vielen anderen, die mit Jesus unterwegs sind, auch wenn es nicht immer einfach das Leben ist. Aber niemand wird es bereuen, wenn er weiß, Jesus ist der Herr meines Lebens und ich habe ihm mein Leben als Administrator gegeben. Also macht so weiter. Lasst Jesus nicht Gast sein in eurem Leben, sondern lasst ihn Chef sein, Administrator sein. Ja, manchmal, besonders hier im Schwarzwald, da passiert was. Da stecken wir voll im Funkloch. Habt ihr auch schon gemerkt, in eurer Handys? Da willst du gerade jemanden anrufen und kein Empfang mehr. Nichts geht mehr. Volles Funkloch. Und das sagt uns die Bibel in Psalm 22:20. Du aber, o Herr, sei nicht ferne. O meine Stärke, alle Dinge zur Hilfe. Wir werden immer wieder, wenn wir unterwegs sind, mal im Funkloch stecken. Darf ich mal die Erwachsenen fragen, die mit Jesus unterwegs sind, seid ihr mal im Funkloch gesteckt? Die meisten wahrscheinlich, oder alle. Da geht nichts mehr. Da sieht es aus, wie wenn Gott sich verabschiedet hätte. Unsere Gefühle sind weg. Unser Glaube wird klein. Und wir schreien zu Gott. Und so hat auch David geschrien zu Gott. Und dann gibt es natürlich die Situation, da brauchen wir sowas, wenn alles schief läuft und alles brennt, brauchen wir eine sogenannte Hotline, heiße Linie. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht, aber meine Erfahrung ist die, dass ich manchmal anrufe, wenn es brennt, und dann kommt die Mitteilung als erstes, Sie rufen außerhalb unserer Geschäftszeit an. Unsere Geschäftszeit ist von 8 bis 12 und von 14 bis 18 Uhr. So. Oder aber, was ich auch gut kenne, ich rufe an, Computer dran, wenn Sie dieses Problem haben, wählen Sie die 1. Wenn Sie dieses Problem haben, wählen Sie die 2. Geht es um dieses Problem, wählen Sie die 3. Und geht es durch bis 5 und nachdem kommt nochmal ein Menü. Und nochmal ein Menü, wenn ich endlich durchgearbeitet habe, dann sagt der Computer, ich habe Ihre Eingabe nicht verstanden. So geht es im Computer. Aber stell dir mal vor, wir würden es so machen. Könnt ihr sagen, wenn ihr betet, Entschuldigung, ihr ruft gerade außerhalb meiner Geschäftszeit. Kann ich leider nichts machen. Oder es geht bei Gott genauso. Wir würden erstmal durch alle möglichen Menüs gehen und wir würden versuchen, irgendwie da durchzukommen und dann wird es heißen, haben Sie mich verstanden? Bei Gott gibt es eine ganz tolle Telefonnummer, Kinder. Psalm 50:15. Ganz einfach zu merken. 50:15. Und die heißt, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Rufe mich an in der Not. Und wisst ihr das Schöne? Wir haben immer direkten Zugang zum Chef. Da gibt es niemanden dazwischen, der da irgendwas dazwischen funken möchte oder irgendwas sagt, ja, warten Sie mal, ich bin im Moment noch im Vorzimmer, mal schauen, ob der Chef Zeit hat. Ihr seid immer direkt beim Chef. Und ich finde sowas von faszinierend, dass wir immer direkt mit dem lebendigen Gott wirklich verhandeln können, ihm unsere Nöte sagen, unsere Freude sagen. Ey, wir sind sofort direkt bei ihm. Und das kann man wirklich nur einbringen. Es gibt nichts Besseres, als mit dem Gott, der alles gemacht hat, direkt immer in Beziehung zu sein. Und zu wissen, ich darf ihn jederzeit anrufen. Er wird nie sagen, ich habe keine Zeit. Und dann gibt es sowas. So was nennt man soziale Netzwerke. Wo man verbunden ist mit anderen, wo man sie schreibt, wo man Dinge teilt miteinander, Freude und Leid. Und das sagt uns Paulus in Galater 2,
einer trage des anderen Last, sodass wir das Gesetz Christi erfüllen. Manchmal brauche ich dich, dass du mit mir bringst. Vielleicht brauchst du manchmal mich, dass ich mit dir trage. Aber Gott hat uns zusammengestellt, damit wir nicht alleine rummarschieren, sondern dass wir miteinander Lasten tragen können und dass wir wissen, wir sind verbunden auch als Gemeinde. Ich habe die Freude, eure Gemeinde ein Stück kennenzulernen. War ja noch nie so bei euch. Und ich finde es so klasse. Menschen, die miteinander tragen, die einander helfen, die füreinander da sind. Also da gibt es ein wirkliches Netzwerk. In der Urgemeinde heißt es, seht, wie sie einander so lieben. Und das sagen nicht die frommen Leute, das sagen die Menschen, die außerhalb sind, die wollen noch nicht kennen, haben sie uns beobachtet. Also denkt immer dran, es ist sehr gut, wenn ihr Dinge bekommt, wenn ihr Dinge habt, aber denkt auch dran, nicht nur an euch, sondern auch an die anderen drumherum. Und eigentlich stimmt ja auch. Oft ist so, dass wenn ich weggehe, bin ich mehr gesegnet, als wenn ich nur halte. Wenn ich alles für mich behalte und habe vielleicht viel, wenn ich Dinge weggehe, merke ich, was Gott segnet, wenn ich anderen das gebe und teile, was er mir gibt. Also das soziale Netzwerk, auch an denen, das brauchen wir alle und das hat Gott für uns. Und dann brauchen wir sowas, eine Firewall, damit er nicht alles so in meinen Kopf überkommt. Psalm 27,1, der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem soll ich mich fürchten? Der Herr beschützt mich vor Gefahr, vor wem soll ich erschrecken? Unsere Firewall, dass Gott sagt, ich beschütze dich. Ich passe auf dich auf. Und eines dürft ihr ganz bestimmt wissen, weil euer Leben Jesus gegeben hat, passt Jesus auf euch auf. Er schaut, wie es euch geht. Er ist derjenige, der euch lieb hat, wir haben es vorhin im Gebet ja ausgedrückt, der euch gemacht hat, der auf euch aufpasst. Das ist unsere Firewall. Weil wir selber können nicht auf uns aufpassen. Aber Gott passt auf uns auf. Und deshalb denkt man, dass er immer wieder wisst, Gott ist unsere Firewall. Er selber sagt im Alten Testament schon, ich will dich nie verlassen noch versäumen. Er will uns nie verlassen. Und Jesus sagt, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Also diese Firewall steht, weil Gott selber sie aufgestellt hat. Ja, und dann haben wir auch schon festgestellt, die Computer sind unterschiedlich. Die sehen ganz verschieden aus. Und auch da sagt uns Römer 12, 5 was. Genauso sind wir alle, wie viele und wie unterschiedlich wir auch sein mögen, durch unsere Verbindung mit Christus ein Leib und wie die Glieder unseres Körpers sind wir auf einen und anderen angewiesen. Wichtig ist, dass ich weiß, was bin ich für ein Computer? Und du müsstest wissen, was bist du für ein Computer? Was hat Gott dir an Gaben gegeben? Vorhin haben wir so einiges an der Tafel, und sie mir das Leitern entdeckt, was eure Gaben sind. Gott hat jedem Menschen seine eigenen Gaben gegeben. Und deshalb gut, wenn ich weiß, das ist meine Gabe, aber dann weiß ich auch, ich brauche deine Gabe genauso, denn ich alleine kann das nicht machen. Ich alleine kann nicht alles erledigen, sondern Gott hat uns zusammengestellt und hat jedem seinen Teil dran gegeben. So wie ein großes Puzzle. Stell dir vor, Puzzle mit 1000 Teilen und nur ein ganz kleiner Teil fehlt. Was ist das Problem? Ist Puzzle fertig? Nein, Loch drin. Und deshalb, jeder von uns ist so ein Puzzle in einer großen Geschichte. Die Gott puzzelt in der Gemeinde, die Gott puzzelt da, wo er dich hingestellt hat. Und denkt ihr manchmal, es gibt zwei Probleme mit der Puzzle. Die einen denken, sie sind dann wichtiger als die anderen. Und die anderen denken, ich bin ganz unwichtig, ich brauche es nicht. Aber beides stimmt nicht. Sondern jedes Puzzle ist gleich wichtig. Wenn es fehlt, ist das Bild nicht fertig. Dann gibt es sowas, Updates. Das heißt, unsere Programme müssen lebendig gehalten werden. Und ihr habt ja in eurem Unterricht jetzt nicht nur einen Glauben, sondern ein Stück Updates gemacht. So wie vorhin ausgedrückt war, was Neues entdeckt, neu im Glauben zu formen. Aber eines sollten wir nie tun. Wir sollten den Glauben
nicht in den Dingen der Vergangenheit halten. Gut, sich zu erinnern, was Gott alles tut, aber Glaube ist immer was Aktuelles. Gott hat immer was Neues. Ihr wisst, so viel ist so zufällig, wie die Leute genannt wurden in der ersten Gemeinde, die Christen waren. Die hatten ganz interessante Namen. Denn von denen heißt, sie sind die, die des Weges sind. Oder, sagen wir es moderner, die unterwegs sind. Sei unterwegs. Glaubt, dass Gott noch viele, viele Dinge für euch hat, wenn ihr mit ihm unterwegs seid. Seid ihr zufrieden mit dem, was in der Vergangenheit war, was ihr alles schon erlebt habt, gute Dinge, sondern wisst, dass wir immer und immer wieder unterwegs sein dürfen. Und wenn ich unterwegs bin, entdecke ich neue Dinge. Als ich hergekommen bin und unterwegs war, habe ich plötzlich entdeckt, wie das Ding hier aufgebaut ist. Das wusste ich auch nicht. Aber ich musste die Treppe hochgehen. Ich musste unterwegs sein. Ich wäre nicht hierher gekommen, wenn ich da unten stehen geblieben wäre und hätte gesagt, okay, jetzt schaue ich mich da um, aha, so sieht das aus, schöner Bau, aber ich wäre nie hier gelandet. Ich musste unterwegs sein. Und Christen sind immer unterwegs. Und dann wird es spannend. Wenn wir unterwegs sind, wird es spannend. Denn Jesus hat diesen Weg für uns vorbereitet und er hat immer wieder neue Dinge, die wir entdecken dürfen. Also, euren Glauben immer Updates zu machen. Zu sagen, ich möchte jetzt entdecken, was Gott für mich hat. Ich möchte mit ihm sehen, was er jetzt gerade in meinem Leben zu vorbereiten will. Und dann wird es interessant. Ich möchte zum Schluss noch so ein Segenswort mitgeben. Da heißt es, dass jede Gabe, die Gott dir schenkt, mit dir wachse. Und dir dazu diene, denen Freude zu schenken, die dich mögen. Dass du immer einen Freund hast, der es wert ist, so zu heißen, dem du vertrauen kannst und der dir hilft, wenn du traurig bist. Mit dir gemeinsam den Stürmen des Alltags trotzt. Dass du jeder Stunde der Freude und des Schmerzes in Nähe Gottes verspürst. Das ist mein Wunsch für dich und für alle, die dich mögen. Das ist mein Wunsch für dich heute und alle Tage. Ich wünsche euch Gottes Segen auf dem Weg, der für euch immer weitergeht, egal wie er aussieht. Gott geht mit. Amen.